CropFM, Ausgabe Nummer 313. Wir schreiben den 7. März 2014. Mein Gast heute Abend ist Nicolas Hofer und es geht um Kryptowährungen, Bitcoins und Co. Ja, und in diesem Moment habe ich auch den CropCom eingeschalten. Der war bis jetzt ausgeschaltet, ist natürlich jetzt während der Sendung wieder verfügbar, so wie immer. Bei Fragen, die Sie einfach in den CropCom reintippen, geht dann vor allem im zweiten Teil sehr gern drauf ein. Den Chat erreicht man über die Website von CropFM, cropfm.at, cropfm.at. Zu dieser Sendung gibt es einen Newsletter, den kann man gratis abonnieren, von der Startseite aus gratis, so wie alles auf dieser Website. Man kann mir sehr gerne mailen, cropfm@mur.at, wobei die Beantwortung dauert leider immer etwas. Podcast gibt es von dem Ganzen auch, einfach auf cropfm.at gehen und dann ins Archiv, in die Past-Show-Sektion. Es gibt also in der Past-Show-Sektion kann man sich alle Sendungen runterladen. Dort kann man auch die einzelnen Sendungen dann verlinken mit der Direct-Link-Funktion und dann gibt es noch extra einen RSS-Feed. Real-Audio-Versionen gibt es auch von den Sendungen. Weiß nicht mehr wie lange, weil eigentlich, ich weiß nicht, allzu viel verwenden diese Real-Audios nicht mehr. Ja, das Forum für CropFM wird betreut von Valator, Unarmed und Wingman. Und da gibt es wahrscheinlich auch wieder zu dieser Sendung gibt es natürlich wieder einen Thread. Und sicher wieder spannende Diskussionen. Das Coverbild ist wie so oft gestaltet von Matthias Töpfer, die Illustration zur Sendung. Seine weitere Kunst ist auf bilderdämmerung.de zu bewundern. Und dann gibt es noch ein ganz tolles Projekt von ihm. Er möchte sich ja auch ein bisschen als Gestalter von Buchumschlägen etablieren. Und hat da wirklich eine großartige Idee gehabt, nämlich die Website heißt www.fakebook.ateliertöpfer.de www.fakebook, also fake wie F-A-K-E, Buch, Entschuldigung, fakebuch.ateliertöpfer.de. Ist aber auch in den News verlinkt, jetzt ein Artikel, im falschen Film heißt er, glaube ich. Und dort präsentiert er erfundene Bücher mit Leseprobe und Kommentaren. Und es geht ihm dann darum, das Cover zu gestalten und zu zeigen, wie er das illustrieren würde, dieses Thema. Wirklich super Idee und auch sehr gut gemacht. Und ja, also ich weiß ja, dass es viele gibt, die diese Sendung hören, die auch selbst darüber nachdenken, ein Buch zu schreiben oder es gerade tun oder es vielleicht gerade getan haben. Und ja, falls man da noch jemanden sucht, der das gestalten kann, würde ich mir diese Seite von Matthias einmal anschauen. Und ich glaube, er ist da wirklich eine ideale Quelle für sowas.
Ja, und wer dieser Sendung hier spenden möchte, geht natürlich sehr gerne, geht über PayPal oder als Überweisung, und ganz oben auf der Seite, so ein bisschen rechts, findet man den Spenden-Button. Ein großes Danke an jene, die es schon getan haben. Ja, und dann Ottmar wird 50. Ich weiß, dass er immer diese Sendung hört, oder oft. Ich hoffe, er macht es heute. Und er wird genau heute 50, und da wünsche ich ihm alles Gute. Gehostet wird das Ganze von Fetznetz, fetznetz.it, der Host von CrapFM. Ja, Umsturz in Kiew, das hat ja die letzte Woche, seit letztem Wochenende eigentlich beherrscht. Anlass des Ganzen war ja ursprünglich ein nicht unterzeichneter Vertrag mit der EU, der war eigentlich nur aufgeschoben war, also das hat das irgendwie das alles losgetreten. Und jetzt ist auch ein sehr bekanntes Detail unter Umständen bekannt geworden, einem abgehörten Telefongespräch zwischen der EU-Außenbeauftragten Catherine Ashton und dem estnischen Außenminister Urmas Pett zufolge soll die neue Koalition aus vor allem extrem rechten Parteien für die Toten durch Scharfschützen am Maidan verantwortlich sein. Ich meine, in der Ukraine herrscht nach dem Umsturz auf jeden Fall Chaos, wer auch immer jetzt diese Scharfschützen da engagiert hat. Weite Teile des Ostens der Ukraine akzeptiert die neue Regierung in Kiew nicht. Teile der Armee sind übergelaufen. Die Bewohner der Krim scheinen mehrheitlich für eine Eingliederung in die Russische Föderation zu sein. Und US-Außenminister Kerry belehrt Putin darüber, dass man nicht einfach in ein anderes Land einfallen kann. Damit hat er absolut recht. Nur ja, und die Zeitungsente der Woche vielleicht, ich weiß nicht genau, ist ein Bitcoin-Erfinder gefunden. Geheimnis nach Jahren gelüftet, so war die ursprüngliche Schlagzeile. Jetzt hat man sich schon geändert. Das News-Magazin hat nach zweimonatiger Suche einen Satoshi Nakamoto aufgetrieben. Und dieser dementiert aber, dass er der Nakamoto sei oder ist, der die Kryptowährung Bitcoin erfunden haben soll. Bislang ist man eigentlich sowieso davon ausgegangen, dass Satoshi Nakamoto nur ein Pseudonym ist. Nach Schätzungen soll er ein Vermögen von derzeit 400 Millionen US-Dollar besitzen, das meiste wohl in Bitcoins. Im Prinzip ist es aber auch egal, denn die Idee hat sich inzwischen ohnehin verselbstständigt, und es existieren heute, ich habe heute nachgeschaut, also genau 100 verschiedene Kryptowährungen. Von der Sexcoin bis zur deutschen E-Mark ist da so ziemlich alles dabei. Ja, und hier geht's gleich weiter mit Kryptowährungen und meinem Gast Nikolaus Hofer, jetzt gleich auf CropFM. We'll be right back.
heutiger Gast Nikolaus Hofer ist Jahrgang 1983 und von notorischer Neugier geplagt. Das kommt irgendwie bekannt vor. Er ist Student der Wirtschaftsinformatik, IT-Trainer, analysiert gerne wirtschaftliche und wirtschaftswissenschaftliche Zusammenhänge und hat schon durch eigene, mitunter schmerzhafte Erfahrungen über den zivilisatorischen Rand hinausgeschaut. Nikolaus Hofer hält Vorträge zu den Themen Geld und Wirtschaft und ist überzeugt, dass Systemtheorie und Kommunikation der goldene Schlüssel ist, wenn es sowas überhaupt gibt. Hallo Nikolaus. Hallo Tarek. Kannst du mich gut hören? So, hörst du mich gut? Hallo? Ja, ich höre dich gut. Hörst du mich? Ja, ich höre dich auch gut, obwohl hier ziemlich ein Verzerren jetzt auf dem meine Mikro ist, aber okay, da kann man nichts machen. Wird so gehen müssen. Wir hatten das schon mal und das hängt irgendwie mit dem Gerät hier zusammen. Hörst du mich jetzt eigentlich auch noch? Ich höre dich noch, aber es war vorhin schon mal besser. Ja, ist klar. Okay, ich glaube, wir werden damit leben müssen, dass meine Stimme während des Interviews wahrscheinlich ein bisschen zerren wird. Okay, also man hat diesen Satoshi gefunden. Das ist ja wirklich eigentlich eine tolle, die beste Meldung der letzten Woche, die einzige wirklich lustige wahrscheinlich. Glaubst du, dass es ist? Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Ja, ist schwer zu sagen, ne? Das ist schwer zu sagen. Also die Story ist lang, ich habe sie mir durchgelesen bei Newsweek. Klingt auch irgendwie plausibel, gut möglich. Letztendlich würde ich sagen, mäßig relevant. Ja, also im Endeffekt ist es ziemlich egal, wer da jetzt das erfunden hat, denn die Katze ist aus dem Sack, kann man sagen, ne? So kann man sagen, ja, allemal. Ja, also die Frage ist ja vor allem, sind Bitcoins, jetzt die man sich jetzt eingangs stellt oder die du dir vor allem eingangs stellst, nachdem du ja dich sehr intensiv auch mit Währungen und so weiter auseinandersetzt, ist es ein Tauschmittel oder ein Bezahlmittel und was ist da überhaupt der Unterschied? Naja, wenn man die standardmäßige Erklärung hernimmt für Geld, ja, dann ist Geld ein Tauschmittel und Geld ist Wertaufbewahrungsmittel und Geld wird dazu genutzt, um Preise auszuzeichnen. Das sind die drei Funktionen, die standardmäßig Geld zugeschrieben werden. Und wenn man das akzeptiert, ja, das ist die gängige Lehrmeinung immer noch, so würde ich sagen, dann entspricht diesen Funktionen entspricht Bitcoin durchaus, denn es gibt Leute, die zeichnen Preise in Bitcoin aus. Es gibt Leute, die tauschen damit, in Anführungsstrichen, ihre Leistung gegen die Bezahlung in Bitcoin. Ja. Und es gibt auch absolut Leute, die Bitcoin als Wertaufbewahrungsmittel verwenden. Das heißt, die wollen da Wert, was auch immer das genau ist, ja, wollen da Wert speichern über Zeit. Also sprich, die investieren, die geben das Halten von Euro auf und investieren in Bitcoin und halten dann Bitcoin, weil sie davon überzeugt sind, dass das wertvoll bleibt für immer oder vielleicht sogar im Wert steigt und dass man das dann spekulativ hält. Ja. Und in diesem Sinne, wenn man das so sich anschaut, dann erfüllt Bitcoin diese drei Funktionen und ist in diesem Sinne dann auch Geld. Also Geld im Sinne von etwas, in dem ich Wert speichern kann und quasi dann später wieder darauf zurückgreifen kann und wo ich auch ansparen kann? Naja, also ich habe gesagt, das ist die gängige Art und Weise, wie man Geld, wie man versucht, sich diesem Thema Geld zu nähern. Ja? Wenn man eine Mainstream-Universität besucht, würde ich sagen, ja? Dann sitzt man in einem Kurs für Volkswirtschaftslehre vielleicht drin, ja, und dort werden diese drei Funktionen werden immer genannt, wenn es um Geld geht. Nun ist es so, das klingt zwar schwer vorstellbar, ist aber tatsächlich so, die volkswirtschaftlichen Modelle, die heute genutzt werden von den Zentralbanken, von den Professoren der leitenden volkswirtschaftlichen Fakultäten, fast überall. Ja. All diese Modelle enthalten weder Banken noch Geld. Das ist jetzt von Bitcoin total unabhängig, ja. Aber man muss sich, wenn man sich diesem Thema nähert, muss man sich diesem Umstand zunächst einmal bewusst werden. Also die Hoffnung, dass man
an eine Universität geht und dort lernt, was Geld ist und dann mit diesem Wissen sich einem Thema wie Bitcoin nähern kann, die Hoffnung ist nur trügerisch. Also das funktioniert so nicht. Es bleiben zu viele Fragen offen. Wenn man diese offenen Fragen nicht stellt, und ich glaube, dass die Erfinder von Bitcoin diese Fragen auch nicht gestellt haben, sondern Bitcoin, würde ich sagen, ist erfunden worden von Libertären. Ja, also das sind Leute, die am liebsten nichts mit Regierungen zu tun haben, möglichst wenig Berührungspunkte da haben. Und aus dieser Perspektive ist die Erfindung von Bitcoin mehr als genial. Aus dieser Perspektive ist Bitcoin vielleicht das beste und perfekteste Tauschmittel, was je erfunden wurde. Warum perfekt? Naja, es ist extrem billig, zumindest vordergründig. Ja. Dieser Austausch geht extrem schnell weltweit. Also es hat ein paar sehr, sehr attraktive Eigenschaften. Der Punkt nur mit dem Tauschmittel, ja, und das ist jetzt eine Erweiterung der Sicht, die man an Mainstream-Volkswirtschaftsfakultäten bekommen würde. Niemand braucht ein Tauschmittel. Nicht wirklich. Das muss man näher erklären, warum niemand ein Tauschmittel braucht. Ein Tauschmittel ist etwas, das möchte ich vielleicht. Ja, und Bitcoin, das möchten Leute im Moment halten, kaufen und möchten auch gerne vielleicht ihre Waren und Dienstleistungen anbieten für Bitcoin. Das ist alles wunderbar. Ein Zahlungsmittel aber, das Schulden erfüllt, da geht es nicht um haben wollen, sondern geht es darum, das Zahlungsmittel, das brauche ich, und zwar genau zum Termin. Das würde ich so als einen Unterschied sehen. Ne? Ein Zahlungsmittel, das befreit mich von einer Verbindlichkeit, von einer Schuld, die ich eingegangen bin vorher. Und ich brauche dieses Zahlungsmittel genau zum Termin, um mich von dieser Verbindlichkeit oder von der Schuld zu befreien. Da geht es also nicht um haben wollen, sondern da geht es um haben müssen. Und das hängt damit zusammen, dass diese Schulden, die Nichterfüllung dieser Schulden, haben Konsequenzen für mich, die ich nicht tragen möchte oder nicht oder vermeiden möchte. Ja, also diese Konsequenzen der Nichterfüllung sind Konsequenzen, die absolut jeden treffen, ja, idealerweise in einer Gesellschaft der Freien und Gleichen, treffen alle die gleichen Konsequenzen, und das ist die Konsequenz, dass im allerschlimmsten Fall der Gerichtsvollzieher kommt. In unserer Gesellschaft, ja, wir nehmen das für absolut selbstverständlich, dass, wenn man Verträge eingeht, dass diese Verträge auch erfüllt werden, ja, von dem Gegenüber. Ja. Man ist einen Vertrag eingegangen und dann rechnet man damit, dass der Vertrag auch erfüllt wird, weil es würden ja Konsequenzen drohen dem Gegenüber und auch mir. Und so geht man diese wechselseitigen Verträge, das sind ja wechselseitige Verpflichtungsgeschäfte, die geht man ein in dem Wissen und in der Überzeugung, dass mein Gegenüber wohl seinen Teil erfüllen wird, weil er ja die Konsequenzen genauso tragen müsste, wenn er den Vertrag nicht erfüllt, wie ich das auch tragen muss. Und so ist in unserer Gesellschaft, wenn man so will, gibt es eben doch einen Diktator. Es ist zwar eine Gesellschaft der Freien und Gleichen, in dem Sinne frei und gleich, weil alle auf der gleichen Ebene sich begegnen in diesem Kommunikationsprozess über Verträge, aber es gibt eben doch einen Diktator, und der Diktator ist der Gerichtsvollzieher. Und egal, ob ich jetzt Millionär oder Milliardär oder ein armer Schlucker bin, ich bin auf der gleichen Ebene in dem Sinne, dass ich meine Verträge erfüllen muss. Und das Lustige ist, aus unserer Sicht ist das absolut selbstverständlich, und wir denken, dass das überall so ist und setzen das überall als gegeben voraus, überall meint überall auf unserem blauen Erdball. Aber wenn man sich die Gesellschaften genauer anschaut, die jetzt, und man muss dazu noch nicht einmal aus der EU raus, witzigerweise, dann funktioniert es in ganz vielen Gesellschaften eben genau nicht so. Ja, die Verträge, die werden kaum eingehalten oder eben lange nicht mit so hoher Wahrscheinlichkeit, wie das für uns in Österreich oder Deutschland selbstverständlich ist. Auch in der Schweiz und auch im Anglo-Raum und so weiter. Ja, es ist selbstverständlich, aber es ist nicht weltweit selbstverständlich. Und wenn man diese Perspektive mit reinholt, dann stellt man fest, dass dafür ich eine zentrale Stelle brauche. Ja, diese zentrale Stelle ist dieser Diktator, ist der Gerichtsvollzieher, ist die Jurisdiktion. Ja, das ist die zentrale Stelle, die brauche ich für diese Art der Kommunikation. Bitcoin jetzt wirbt damit,
dass man den Middleman nicht mehr braucht. Ja, also Bitcoin ist ja ein Netzwerk, ist ein Peer-to-Peer-Netzwerk. Von Knoten zu Knoten geht dieses Netzwerk und es gibt keine zentrale Stelle. Es gibt nicht mal einen zentralen Server oder so irgendwas, sondern es geht nur von Knoten zu Knoten. Und jeder kann ein Knoten werden in diesem Netzwerk, indem er einfach die Software auf seinen Computer lädt. Dann wird man sofort Knoten. Nun ist es aber so, dieser Middleman, der von Bitcoin herausgenommen wird, der hat verschiedene Ebenen, würde ich sagen, oder hat verschiedene Rollen. Und die informationstechnische Rolle, die dieser Middleman hat, also namentlich die Banken oder das Bankensystem, ja, im Sinne von Zahlungen, da ist das Bankensystem der Mittelmann. Die informationstechnische Rolle, die dieser Middleman hat, ist geradezu lächerlich. Und da sind die Banken viel zu teuer, wenn man sich das anschaut. Ja? Jetzt als Informatiker einfach mal zu überlegen, es gibt so und so viele Leute, die Kunden der Bank sind und jeder dieser Kunden hat ein Konto oder vielleicht drei Konten und dann finden Transaktionen pro Monat statt auf dem Konto, naja, vielleicht 10 oder 50, vielleicht mal 100 oder so. Ja. Aber aus einer informationstechnischen Sicht ist ja diese Dienstleistung, quasi diese Konten fehlerfrei zu führen, bei der lächerlichen Anzahl an Transaktionen, die da stattfinden, das ist geradezu... Das ist ein schlechter Witz, informationstechnisch, diese Dienstleistung. Und die herauszunehmen, und das denke ich, das ist mehr als legitim, das anzugehen, und das liegt quasi auf der Hand. Und das löst Bitcoin sicherlich besser. Aber ich würde sagen, dieser Middleman, diese Bank als Mittler, die hat nicht nur eine informationstechnische Ebene, sondern hat darüber hinaus eine andere, erfüllt andere Funktionen auch noch, die mit Haftung und Vollstreckung auch zu tun haben. Ja, das ist dann der Apparat, der da noch darüber hängt. Und ich habe jetzt zunächst mal einfach nur den Gerichtsvollzieher erwähnt. Und deshalb ist Bitcoin oder diese Überlegung, diesen Mittelmann herauszunehmen, ist revolutionär, ist genial. Das wird auch nicht verschwinden. Das wird auf jeden Fall was machen. Ja, wenn man sich einfach nur die Micropayments zum Beispiel anschaut, Micropayments, also diese Kleinstbezahlvorgänge, ja, die im Internet stattfinden können, muss ich überlegen, es gibt Milliarden Menschen, die noch gar keinen Internetzugang haben. Geschweige denn ein Bankkonto oder sowas. Die sind davon meilenweit entfernt. Und der Zugang zum Internet ist aber leichter als der Zugang zu einem Bankkonto. Das ist für uns, für uns Westler, ist das ganz schwierig nachzuvollziehen, ja, wie man hat keinen Zugang zu einem Bankkonto. Aber das ist die Realität für Milliarden Menschen auf dem Planeten. Und in der Hinsicht ist Bitcoin wirklich genial und ist wirklich revolutionär, ganz sicher. Und wird nicht verschwinden, habe ich schon gesagt, wird auf jeden Fall etwas tun und wird Veränderung bringen, ganz sicher. Mittelmann, ja, eine Frage. Der wird so schnell nicht verschwinden, ja? Ja. Vielleicht sollten wir jetzt am Anfang ein bisschen über die Technologie selbst sprechen. Ja, es wird ja jetzt nicht im Detail, weil es natürlich gleich einmal sehr kompliziert wird, aber da gibt es also diesen Begriff der Blockchain etc. Und wie du hast ja schon gesagt, also der Mittelmann wird herausgenommen, das Ganze ist dezentral. Da gibt es also das ganz große Problem des Double Spending, das man da lösen muss. Bei den bisherigen Systemen musste man ja immer über eine zentrale Stelle gehen und dass das jetzt im Netz sicherlich nicht fruchten wird, ist klar. Also Bitcoin ist tatsächlich wie Geld. Ich schicke das jemanden und der akzeptiert das einfach. Ja, muss nicht bei einer zentralen Stelle nachfragen und der Transfer ist auch nicht von einer zentralen Stelle abhängig. Und also das ist, da stimme ich dir völlig zu, das ist genial. Das wird garantiert nicht verschwinden, weil es braucht sowas. Aber wie funktioniert das eigentlich? Naja, also es ist so, wenn ich jetzt Teil dieses Netzwerks werden möchte, dann lade ich mir die Software auf meinen Computer und dann mit dieser Software lade ich ein... Das ist eine Wallet, oder? Du meinst, man lädt sich... Naja, genau, ich bekomme eine Wallet. Wallet ist nichts anderes als Geldbörse, ja, so wird das eben genannt. Und darin kann ich diese kryptografischen Schlüssel, kann ich zurück als Schlüssel vorstellen, die kann ich darin speichern in dieser Wallet, ja, und die... sind, wenn das der richtige Schlüssel ist, ja, dann sind die, haben die einen Wert, die haben einen Preis, weil diese Schlüssel sind Bitcoin, so nennt man das, ja, das ist nichts anderes als die richtige Kombination von Nullen und Einsen. Diese Schlüssel, die speichere ich in meiner Wallet und diese Wallet ist auf meinem Computer und die muss ich dann gegebenenfalls auch sichern und so weiter. Was aber für das Funktionieren entscheidend ist von diesem Netzwerk, ist, dass
Zusätzlich zu dieser Software wird eine, letztendlich eine Datenbank wird geladen, Blockchain nennt sich das. Das ist also eine Kette, eine Aneinanderreihung von Blöcken. Und Blöcke im Bitcoin-Jargon sind die Kombination von mehreren Transaktionen. Und was ist eine Transaktion? Naja, eine Transaktion wäre, ich von meiner Wallet hier tippe die Adresse deiner Wallet ein, die du mir einfach mitteilst. Ja, das ist eine öffentliche Adresse, das ist wie eine Kontonummer, kann man sich vorstellen. Und du hast jetzt eine und die tippe ich bei mir ein. Und dann sage ich, ich transferiere dir 0,001 Bitcoin oder so und drücke Enter. Und das ist die Transaktion. Die kommt dann in einen Block, der eben aktuell gerade sozusagen erstellt wird, aus vielen Transaktionen, die in das Netzwerk eingespeist werden. Mehrere Transaktionen bilden dann diesen Block. In Größenordnung sagen wir mal 100 Transaktionen. Ja, das ist tatsächlich unterschiedlich. Und man kann es auch öffentlich einsehen. Und der Punkt ist, jeder einzelne Knoten hält die komplette Blockchain. Also alle Knoten kennen alle Blöcke. Und zwar die Bestätigten. Was ist jetzt Bestätigung? Weil, du sagst völlig zu Recht, es wäre natürlich blöd, wenn ich diese 0,01 Bitcoin oder 0,001 Bitcoin, die ich an dich transferiert habe, gleichzeitig auch noch an meinen Nachbar und an noch 5 andere transferieren kann. Das wäre ungünstig, weil dann ist es natürlich witzlos. Genau das ist ja das, was ich nicht möchte in einem Transaktionssystem, in einem Geldsystem, sagen wir mal. Ja? Das möchte ich nicht, sondern ich möchte, jeder soll sein Geld immer nur einmal ausgeben können. Das macht allen Sinn. Und aktuell ist es eben so, die Bank sorgt dafür, wenn ich dir eine Anweisung gebe, zu überweisen an meinen Vermieter meinetwegen, ja, dann sorgt die dafür, dass das Giralgeld von meinem Konto verschwindet und auf das Konto von dem Vermieter geht. Dafür sorgt die zentrale Stelle. Jetzt soll es keine zentralen Stellen mehr geben. Ja, wer sorgt dann dafür, dass man nicht mehrfach ausgeben kann? Und das funktioniert über das sogenannte Bitcoin Mining, beziehungsweise über ein, das nennt sich Proof of Work, dieses Prinzip. Ja, das ist einfach ein über Rechenleistung Bestätigen von Blöcken. Blöcke sind diese Zusammenfassungen von Transaktionen. Das hört sich jetzt sehr, sehr technisch an. Wenn man das als ich das zum ersten Mal gehört habe, es braucht Zeit, sich da einfach, weil die Begriffe neu sind, damit auseinanderzusetzen. Aber das Prinzip ist relativ simpel. Die Transaktionen werden zusammengefasst zu einem Block. Und dieser Block nun muss bestätigt werden. Und das kann man sich so vorstellen, als hinge an diesem Block dann ein Vorhängeschloss. Und zu diesem Vorhängeschloss gibt es einen passenden Schlüssel. Und den muss ich finden. Und das geht über bloße Rechenleistung. Ich muss also ausprobieren mit meiner Rechenmaschine, ja, wenn ich also am Bitcoin minen bin. Ich bin also dabei, meine Rechenleistung dem Netzwerk zur Verfügung zu stellen, um Blöcke zu bestätigen. Dann suche ich nach diesen Schlüsseln für die Vorhängeschlösser. Und mehrere Leute suchen durchaus auch am gleichen Block. So, und ich finde dann den ersten Schlüssel, schließe auf und bestätige damit diesen Block. Der kommt in die Blockchain rein als zum ersten Mal bestätigt. Und es ist nun Usus innerhalb dieses Bitcoin-Netzes, innerhalb des Netzwerks, wenn 6-mal ein Block bestätigt wurde, dann gilt er als angenommen. Und was gilt angenommen? Naja, die Mehrzahl der Blockchains, die da draußen sind, sollten eben gleich aussehen. Also 51% aller ergeben die richtige, in Anführungsstrichen, Blockchain. Nämlich die Blockchain, wo die Transaktion drin ist, dass ich dir vorhin gerade 0,001 Bitcoin überwiesen habe. Ja, und, hallo? Ja, ich höre dich. Okay. Jetzt ist auch das, die Verzerrung ein bisschen besser geworden. Und wenn also 51% des Netzwerkes damit übereinstimmen, dann ist das okay. Meistens in der Praxis werden es wahrscheinlich viel mehr sein, nehme ich an. Genau. Und somit muss ich auch mehr als die Hälfte der Rechenleistung dieses gesamten Netzwerkes besitzen, um Double Spenden zu können. Also was vielleicht auch wichtig ist zu erwähnen, ist, dass also das Problem des Double Spending nicht hundertprozentig gelöst ist, sondern nur so weit erschwert ist, dass es gar keinen Sinn mehr macht, dazu zu schummeln, weil da bräuchte ich so viel Rechenleistung, da könnte ich mir gleich selbst neue Bitcoins eigentlich minen. Also das macht eigentlich gar keinen Sinn, oder? Kann man das so sagen?
Naja, also es gibt verschiedene Überlegungen, dass man vielleicht sogar nicht mal 51% braucht, sondern dass man durch verschiedene Tricks auch mit weniger das Netzwerk angreifen kann. Tatsache ist, die Rechenleistung oder Hashrate dieses Netzwerks ist derartig explodiert, dass letztendlich auch aufgrund dessen, dass man heute spezielle Maschinen baut, die tatsächlich nur noch genau dieses ausprobieren, also das Finden dieses Schlüssels für dieses Vorhängeschloss, ja, das Stichwort dazu ist SHA 256, das ist einfach die Art und Weise, wie da ausprobiert werden muss, ja, dass ich diesen Schlüssel da finde, sagen wir es einfach mal so, es spezielle Maschinen gibt, die genau dafür konstruiert wurden, also Hardware, die dafür gebaut wurde, um nur noch das machen zu können. Also die Hardware, die wir generell verwenden, ja, das ist, da ist eine CPU drin, also ein Prozessor, und dann kann ich da natürlich Software laufen lassen, die genau diesen Prozess, diesen Algorithmus laufen lässt und durchführt und ausprobiert und da Schlüssel sucht. Ja. Nur meine CPU hier in diesem Computer, der da vor mir ist, kann natürlich ganz andere Software auch noch laufen lassen. Ja. Die Hardware ist sozusagen ist mehrfach einsetzbar. Diese spezielle Hardware, die genau nur diesen einen Algorithmus kann und genau dafür nur gebaut wurde, ist natürlich in der Ausführung dieses einen Algorithmus viel, viel schneller als so eine CPU. Aber dafür kann sie sonst nichts. Aber es lohnt sich offensichtlich, solche Hardware zu bauen und solche Hardware zu entwickeln. Da könnten wir jetzt einige Zeit drauf verwenden über dieses Bitcoin-Mining. Da bin ich ehrlich gesagt aber auch nicht der Experte diesbezüglich. Ich weiß nur, die Rechenleistung, auch aufgrund dieser ASICs, so heißt diese spezielle Hardware, die genau nur diesen Algorithmus rechnen kann, die sind mittlerweile so schnell, dass es also geradezu absurd erscheint, dass irgendjemand diesen brutalen Frontalangriff, also sprich versucht, auf 51% zu kommen. Das erscheint ferner denn je. Mit ja, genügend dann, Aufwand, mit genügend. Wer weiß. Ja. Ja, und dann ist es natürlich auch möglich, also jetzt, du hast schon erwähnt, selbst diese Coins zu minen. Also minen bezeichnet jetzt den Vorgang des Lösens dieser Rechenaufgabe. Und die Rechenaufgabe besteht ja eigentlich darin, dass man einen Eingangswert für einen Hash, also Hash 256 ist so ist das, was man da jetzt verwendet für diese Rechenaufgabe. Und man muss jetzt quasi einen Eingangswert finden, der dann einen Hashwert ergibt mit einer gewissen Anzahl an führenden Nullen. Ja? Habe ich da das Paper von dem Herrn Nakamoto richtig verstanden? Naja, ich versuche mal in diesem Bild zu bleiben. Ja? Also es geht um das Finden des passenden Schlüssels für das Vorhängeschloss, um den Block freizuschalten. Das ist das zur Verfügung stellen von Rechenleistung. Und das mache ich für das Netzwerk. Warum mache ich das für das Netzwerk? Weil, naja, wenn die Transaktionen nicht bestätigt würden vom Netzwerk, dann hängt das ja in der Luft und dann kann ich sozusagen gar nichts machen. Das zur Verfügung stellen von Rechenleistung, also dieses dran rumprobieren an den Transaktionen beziehungsweise an den Blocks, die Transaktionen enthalten, und dann das Einfügen des Blocks in die Blockchain, sobald ich den Schlüssel gefunden habe, das wird vergütet vom gesamten Netzwerk. Aktuell so, dass wenn ich einen Schlüssel gefunden habe für so ein Vorhängeschloss an so einem Block, bekomme ich 25 Bitcoin. Und die sind tatsächlich neu. Die kommen aus dem Nichts. Ja, die bekomme ich tatsächlich neu und das wird dann oben als Transaktion in diesen Block reingehängt. Diese neuen 25 bekomme ich vom Netzwerk sozusagen als derjenige, der den Schlüssel gefunden hat. Dieses zur Verfügung stellen von Rechenleistung ist also wichtig für, naja, Angriffe vermeiden von außen, dass Leute diese 51% überschreiten wollen, und Bestätigen der Transaktionen, ja, grundsätzlich mal. Und es ist es gibt Transaktionskosten, ja, und diese Transaktionskosten erhält auch derjenige, der die Blocks bestätigt durch das Finden dieses Schlüssels für das Vorhängeschloss.
Und dieser Schlüssel, das meinst du jetzt diesen SHA-255? Ganz genau. Ja. Also das ist der Algorithmus, den ich sozusagen verwende, um nach diesem Schlüssel zu suchen. Und wenn ich dann den Schlüssel gefunden habe, dann habe ich sozusagen die Lösung für diesen Algorithmus gefunden, genau. Hm. Okay, ist das Finden des Schlüssels. Man meint immer gleich einmal 25 dieser Coins? Also das wusste ich nicht. Wenn man einen Block bestätigt, ein Block besteht aus mehreren Transaktionen, und wenn man einen Block bestätigt, dann erhält derjenige, der den Block zuerst bestätigt, erhält 25 neue Bitcoins. So entstehen die, 25, es ist so, diese Anzahl an Bitcoins, die pro bestätigten Block neu geschöpft werden, neu kreiert werden und dem Bestätiger, derjenige, der die Rechenleistung zur Verfügung gestellt hatte und den Schlüssel gefunden hat, die halbieren sich alle 200.000 Blöcke, glaube ich. Wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, glaube ich, alle 200.000 Blöcke halbiert sich diese Zahl. Das heißt, es waren ganz am Anfang waren 50 neue Bitcoins pro Blockbestätigung. Nach 200.000 Blöcken halbiert sich das auf 25, da sind wir jetzt. Es wird sich halbieren auf 12,5, es wird sich halbieren auf 6,75 oder 6,25 und es wird sich dann wieder halbieren und wieder halbieren nach jeweils 200.000 Blöcken. Und jetzt kann man sich fragen, warum, wenn die Rechenleistung so zunimmt, warum kann es dann nicht passieren, dass wir übermorgen schon längst die maximale Anzahl an Bitcoins, und das ist ja das, womit geworben wird, es wird nie mehr als um und bei 21 Millionen Bitcoin geben. So ist das eben aktuell programmiert. Und das liegt daran, dass das Ausprobieren und das Finden des Schlüssels, dass sich das anpasst an die Rate der Bestätigungen, die gefunden werden pro Zeiteinheit. Also das klingt ein bisschen kompliziert, aber es ist ganz einfach. Ja? Wenn in dieser Minute ein Block bestätigt wird und dann nach 10 Minuten wieder ein Block bestätigt wird und dann wieder ein Block bestätigt wird, nach weiteren 10 Minuten, dann plötzlich wird nach einer Minute und dann plötzlich nach einer Sekunde und dann werden plötzlich im Millisekundenbereich, das passiert nicht, aber Blöcke bestätigt, dann heißt es hat sich irgendwie an der Rechenleistung so viel geändert, dass so viele Blöcke bestätigt werden, dass, dass sozusagen das Prinzip über Bord geworfen wird. Und dazu gibt es Schwierigkeit, Difficulty. Die Schwierigkeit des Ausprobierens, des Schlüsselfindens, die ändert sich angepasst an die Rate der gefundenen Blöcke pro Zeiteinheit. Und das ist jetzt das ist jetzt das mit der Anzahl der führenden Nullen, oder? Das meinst du, das ist die Schwierigkeit. Je mehr führende Nullen beim Hashcode gefordert sind, desto schwieriger ist es. Verstehst du richtig? Genau, wird es jetzt sehr, sehr technisch und ich kann dir nicht hundertprozentig sagen, wie die Schwierigkeit eingestellt wird. Ich glaube, du hast recht, ja. Und das ist relativ simpel zu machen, diese Schwierigkeit anzupassen. Und das wurde in der Vergangenheit so angepasst, dass diese Kurve relativ gut eingehalten wurde, der Schaffung neuer Bitcoins, denn das ist ja relevant. Also die Bitcoin-Anzahl nähert sich asymptotisch dieser 21 Millionen Bitcoins und zwar im Jahre 2140 oder so, ungefähr. Also das ist eine lange Zeit. Warum ist es so weit entfernt? Naja, durch das Halbieren kommt ja immer weniger neu dazu und so dauert es eben sehr lange, bis diese 21 Millionen Bitcoins insgesamt dann mal erreicht werden. Und warum bricht dann das Netzwerk nicht zusammen? Ja, die Theorie ist, bis dahin werden die Transaktionskosten pro Transaktion werden ausreichend hoch sein, dass sich das Mining, also das zur Verfügung stellen von Rechenleistung, immer noch lohnt. Das ist die Idee. Es wird dann also keine zusätzlichen Bitcoins mehr geben pro bestätigtem Block, weil die Bitcoins sind dann alle da, also im Jahr 2200 oder so, oder im Jahr 2150 sind alle Bitcoins da. Aber es lohnt sich immer noch, die Rechenleistung zur Verfügung zu stellen, weil es ja Transaktionskosten gibt, die aktuell, sind die noch verschwindend gering, vor allem wenn man es vergleicht mit dem, was Bankdienstleistungen kosten. Aber es wird dann eben keine zusätzlichen Bitcoins mehr geben, weil dann sind schon alle Bitcoins da und laufen um. So die Vorstellung.
der Bitcoin-Schaffer. Ja, das ist, es ist nicht so ganz einfach. Und ich wage zu behaupten, dass es nicht allzu viele Menschen auf der Welt gibt, die das wirklich hundertprozentig verstehen. Der Herr Satoshi ist wahrscheinlich einer von denen, wenn es ihn überhaupt wirklich gibt. Aber eigentlich, was hier passiert ist, dass mit diesen Bitcoins Gold modelliert wird. Das heißt, die verhalten sich eigentlich so wie Gold, wo es ja auch so ist, dass es eine begrenzte absolute Menge gibt an Gold, das jemals gefördert werden kann. Also solange man jetzt das auf die Erde beschränkt natürlich. Und dass es natürlich immer schwieriger wird, Gold zu fördern, je mehr schon gefördert wurde, weil das dann immer tiefer liegt oder, ja, es ist logisch, ne? Also je weniger doch noch da noch irgendwie in der Erde ist, desto schwieriger ist es, an das ranzukommen. Und das wird da irgendwo modelliert und dadurch, das ist ein Aspekt von Bitcoin, ne? Also diese Wertbeständigkeit und diese deflationäre Tendenz eigentlich, die man damit erzeugt. Also so deflationär, dass also der Wert dieser Währung im Vergleich zu den Waren, die man dafür bekommt, stetig zunimmt eigentlich. Sagen wir mal, das ist zumindest das, was die Vergangenheit gezeigt hat, ja, dass der Preis in Bitcoin, der hat immer weiter zugenommen. Und die Idee ist natürlich, klar, wenn es 21 Millionen Bitcoins nur gibt im Jahr 2140 und damit ein signifikanter Anteil des Welthandels irgendwie abgewickelt werden soll, woran ich persönlich meine Zweifel habe, aber okay, da kommen wir vielleicht noch drauf, dann wäre natürlich diese einzelne Bitcoins, die übrigens nicht, wie der Name vielleicht suggeriert, also Bitcoin, Bitmünze, ja, das ist nicht eine Münze, sondern das ist aufteilbar und zwar nicht in Hundertstel, so wie wir das von Euro kennen, ja, ein Euro sind 100 Cent, sondern das ist aufteilbar in 100 Millionstel. Also ein Bitcoin sind 100 Millionen und das nennt man dann witzigerweise Satoshi, diese kleinste Einheit. Und die Vorstellung ist dann, naja, wenn es 21 Millionen Stück gibt und es wird ein signifikanter Anteil des Welthandels darüber abgewickelt, dann muss man eben immer weiter runtergehen in der Größenordnung, ja, und handelt dann irgendwann vielleicht mit Satoshis, so wie man heute mit Eurocent handelt oder so. So ungefähr ist die Vorstellung und das wäre natürlich deflationär. Warum das alles nicht funktioniert, jedenfalls nicht so auf diese Art und Weise, das hat damit zu tun, dass Geld eben nicht Gold ist, dass Geld eben nicht ein Ding ist, dass das Geld, dass wenn man sich Geld als Sache vorstellt, als ein Token, als ein Etwas, was man hin und her tauscht, dann versteht man aus meiner Sicht das absolute Wesen des Geldes, nämlich ein Kind der gegenseitigen, wechselseitigen Verträge zu sein, versteht man dieses Prinzip nicht und hat dann das perfekte Tauschmittel zwar geschaffen, aber ein Tauschmittel braucht eben niemand. Also um vielleicht diesen technischen Teil, der, und du hast vollkommen recht, ja, ich bin nicht Geek genug, also Computerfreak genug, dass ich jeden Tag in dem Bitcoin-Forum mich bewege oder gar jeden Tag mich im Code selber bewege oder gar selber am Code schreibe. Nein, theoretisch ginge das, du und ich könnten am Bitcoin-Code mitschreiben. Das ist Open Source, der Code steht also zur Verfügung. Jeder kann da reinschauen. Aber so nah bin ich da auch nicht dran. Das heißt, diese feinsten technischen Details, da kann man sozusagen beliebig tief einsteigen. Wer das en Detail verstehen möchte, kann das machen. Ich bin nicht dazu bereit. So viel, wie ich verstanden habe, ist, es ist eine ganz gute Annäherung, wenn man sich Bitcoins aktuell so vorstellt wie Gold. Nur leichter zu transportieren und vielleicht sogar feiner aufzuteilen. Und es ist sicherlich einfacher, Bitcoins von hier nach Neuseeland zu schicken als Gold. Weil für Gold, da muss ich irgendjemanden beauftragen, das zu transportieren. Und viel billiger. Transportversicherung und so weiter. Viel billiger natürlich. Genau. Ne? Also ich kann Bitcoins im Gegenwert von Millionen Euro genauso schnell übertragen wie im Gegenwert von 4 Euro. Das ist natürlich, ja. Klar, es hat keine Masse. Ist reine Information. Und ja, also dieses Paper, das gibt es eh im Netz. Ich werde es vielleicht noch dazu verlinken, vom Herrn Satoshi Nakamoto. Ja, so heißt er. Vielleicht. Mhm. Also, und dieses Paper gibt es
im Netz und wie gesagt, da gibt es dann noch ein paar Referenzen dazu und wenn man das ganz verstehen will und da ganz tief eintauchen möchte, wie du sagst, da gebe ich dir völlig recht, das ist schwierig. Es ist, man, so ungefähr bekommt man eine Idee und was für mich vor allem interessant war, ist zu verstehen, dass also das Protokoll selbst eigentlich verhindert, dass da jemals mehr als 22 Millionen oder 21 Millionen geschöpft werden, weil das finde ich ist ein wesentlicher Aspekt des Ganzen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Aus dieser, sagen wir mal, libertären Perspektive ist ja die Möglichkeit, dass Geld theoretisch, also wenn ich jetzt Geld sage, dann meine ich damit das, was unsere Zentralbanken und Geschäftsbanken herstellen, im Zusammenhang mit ihren jeweiligen Schuldnern. Ja, also die Schuldner der Zentralbanken sind die Geschäftsbanken, die Schuldner der Geschäftsbanken sind wir, das Publikum, die Nichtbanken. Und diese drei Akteure, die arbeiten zusammen und erzeugen Geld. So ist es heute. Und da das Erzeugen von Geld einfach nur das Eingehen von wechselseitigen Verbindlichkeiten ist, ist das im Prinzip unbeschränkt. So. Und diese prinzipielle Unbeschränktheit, die finden Libertäre schlecht. Ich würde sagen, es ist nicht gut und nicht schlecht, sondern es ist einfach so. Man kann nun mal mit irgendjemandem ein wechselseitiges Verpflichtungsgeschäft eingehen. Das geht, ja. Ich kann zu meinem Nachbar gehen, einfach so, und klingeln an der Tür und sage, ich bezahle dir jeden Monat 50 Euro, wenn du nie wieder laute Musik spielen lässt. Und dann überlegt er kurz und sagt, ja, ist okay, machen wir. Das gab es vorher nicht, dieses Geschäft. Wir sind dieses Geschäft wechselseitig eingegangen und wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass ich ihn bezahle in den Schulden von einem Dritten. In dem Fall sind es einfach Bankschulden, die Bankverpflichtungen. Da haben wir ausgemacht, ich überweise ihm 50 Euro. Ja. Aber diese Art der Geschäfte, die sind beliebig eingehbar in Gesellschaften, die das können, die Infrastruktur zur Verfügung stellen, um solche Geschäfte eingehen zu können. Ja. Was meine ich mit Infrastruktur? Naja, wenn er sich nicht dran hält, also er spielt einfach weiter laute Musik und ich habe aber den Vertrag, da steht drauf, er soll keine Musik spielen, dann muss ich Möglichkeiten haben, Rechtsmittel haben, um meinen Vertrag oder den Inhalt des Vertrages, die Idee, die da dahinter steht, dass ich das durchsetzen kann. Weil wenn nicht, dann ist es witzlos. Dann gehe ich dieses Geschäft nicht ein. Er weiß das, dass es die Infrastruktur gibt. Also ich würde dann im Einzelnen vielleicht die Polizei anrufen oder so. Mein Nachbar weiß aber, dass es diese Infrastruktur gibt in den Staaten, in denen wir leben, und hält sich deshalb schon an den Vertrag oder er geht den Vertrag erst gar nicht ein, wenn er in Wahrheit eben doch Musik spielen möchte. Umgekehrt, wenn ich nicht bezahle, dann muss er auch Möglichkeiten haben, an sein rechtmäßiges, an seine rechtmäßige geldliche Entschädigung zu kommen. Ja, und die Möglichkeiten gibt es, und ich weiß auch, dass es diese Möglichkeiten gibt, und deswegen will ich schon erst gar nicht in diesen ganzen Prozess, dass er mir irgendwie Mahnungen schicken muss und so weiter und so fort, möchte ich schon gar nicht. Und deshalb funktionieren diese Geschäfte. Diese Infrastruktur ist nicht überall vorhanden, weltweit, habe ich vorhin schon mal erwähnt. Bei uns ist sie vorhanden und weil wir sie für so selbstverständlich halten, schwimmen wir sozusagen wie selbstverständlich in diesem, ich nenne das zivilrechtliches Wasser, da schwimmen wir drin und wir denken, dass es dieses Wasser überall gibt. Und wir schwimmen da jeden Tag drin, ja, und wir denken, naja, wenn ich dieses und jenes kaufe und bezahle, dann ist es tatsächlich meins. Aber es gibt Staaten auf dieser Welt und gar nicht so sehr wenige, dann ist es durchaus möglich, man kauft 2-3 Mal den gleichen Grund und Boden und es gehört einem immer noch nicht. Jedenfalls nicht so, wie wir das gewohnt sind, weil die Katasterämter funktionieren nicht gut oder es gibt gar keine und die Grundbuchämter funktionieren nicht gut oder es gibt gar keine. Ja? Und man tut sich enorm schwer, diesen Eigentumstitel, der für uns selbstverständlich ist, ja, dass ich eben nicht nur eine Sache in der Hand haben kann, ich Besitzer von etwas sein kann, sondern dass ich zudem auch noch Eigentümer bin, im Sinne von, ich habe ein Recht, und zwar ein durchsetzbares Recht, was mir garantiert wird von zentraler Stelle. Diese Infrastruktur, die für uns selbstverständlich ist, die ist die Infrastruktur, die das hervorbringt, was wir Geld nennen. Und wenn jetzt diese Infrastruktur fehlt, dann fehlt all das, was wir Geld nennen, und es fehlen all diese, es fehlt all das, was man Wirtschaft nennen könnte. Das aber ich kann doch, mit jemandem einen Vertrag aufsetzen und halt einfach vereinbaren, wir bezahlen uns aber in Bitcoin. Warum ist da so ein Zusammenhang zwischen Geld
Also diesem staatlichen Monopolgeld, wenn man so will, oder du weißt schon, was ich meine, und den Verträgen. Warum kann ich nicht sagen, ja, wir machen da jetzt einen Vertrag, der ist genauso irgendwie notariell begläubigt, keine Ahnung. Er kann ja gültig sein, obwohl die Bezahlung dann nicht mit Geld funktioniert. Geht das? Absolut, nicht? Und das ist genau der Connex. Das ist genau der Connex. Hm, ja? Okay. Ich kann also durchaus einen Vertrag eingehen mit meinem Nachbar und sage, ich möchte, dass du keine laute Musik mehr spielst und ich bezahle dich nicht in Euro, sondern ich bezahle dich in Bitcoin. Und mein Nachbar sagt, Bitcoin, ja, was kann ich damit machen? Aber okay, ja, ich wollte sowieso eigentlich in Wahrheit nie laute Musik spielen lassen und so. Ich akzeptiere die Bezahlung in Bitcoin. So, und wenn ich ihn bezahle in Bitcoin und er tatsächlich seiner Verpflichtung nachkommt aus dem Geschäft, dann ist alles wunderbar. Wenn wir aber Schwierigkeiten haben mit dem Vertrag auf der einen oder anderen Seite, dann gehen wir beide, zumindest aktuell, zu einer zentralen Stelle und versuchen, den Konflikt beizulegen. Ja? Der Konflikt, der entsteht, wenn sich eine oder beide Seiten nicht an den Vertragsinhalt halten oder eine oder beide Seiten davon überzeugt sind, dass die eine oder andere Seite sich nicht an den Vertragsinhalt halten. Dazu gibt es dann zivilrechtliche Institutionen, ja, wie Gericht, vor das man gehen kann. International ist es etwas schwieriger, ja, da versucht man sich dann mit Schiedsgerichten und so, weil es eben diese zentrale internationale Stelle nicht gibt. So, und Bitcoin kommt jetzt und sagt, wir schaffen den Mittelmann komplett ab und wir lösen das alles rein über kryptografische Verfahren. Und da, denke ich, steckt sehr, sehr viel Potenzial noch drin in Bitcoin, was weit über das bloße Tauschmittelsein hinausgeht. Also ich könnte mir vorstellen, dass auf Sicht der Aspekt der Überhaftung und Vollstreckung aktuell über Nationalstaaten geregelt wird oder international über Schiedsgerichte und so weiter, dass der durch eine Art Haftung und Bestätigung von dritter Seite, was durchaus auch Peer-to-Peer möglicherweise gelingen kann, ja, und da gibt es verschiedene Ansätze, die das versuchen, da, denke ich, steckt enorm viel Potenzial und das könnte tatsächlich das komplette System auf den Kopf drehen. Die Tatsache, dass es da jetzt ein Tauschmittel gibt, was Bitcoin heißt, alleine, dreht die Zivilgesellschaft nicht auf den Kopf. Im Gegenteil, das, was heute aktuell abläuft mit Bitcoin, ja, dass ich eben jemanden bezahlen kann in Bitcoin, das hängt an ganz zentraler Stelle, hängt das genau an diesem System an. Nämlich, im Moment ist es so, ja, einfach durch die hohe Volatilität, die der Bitcoin-Preis hat, ja, also es wird ja, der Bitcoin-Preis wird in Euro bzw. in Dollar ausgedrückt, diese hohe Volatilität, die kann ich mir als Einzelhändler, kann ich mir das gar nicht leisten. Das muss ich mir von jemandem abnehmen lassen, diese Volatilität, und das geht aktuell über einen Dienstleister, der BitPay heißt oder andere Dienstleister. Was macht der? Der garantiert mir, dieser Dienstleister, dass, wenn ich bezahlt werde in Bitcoin, dann tauscht der sofort um oder er hält zumindest dieses Kursrisiko für mich, ja, und ich bezahle ihn anteilig. Warum muss ich das machen als Einzelhändler? Ganz einfach. Ich habe Kosten aktuell, die nicht in Bitcoin zu bezahlen sind, sondern in Euro oder Dollar. Und wenn es nur Steuerkosten sind, ja, die ich bezahlen muss. Und dann kann ich eben nicht das Finanzamt oder meinen Stromlieferanten und so, ich kann nicht in Bitcoin bezahlen, sondern ich muss die Kosten, die ich habe, muss ich in dem Zahlungsmittel begleichen, das ich brauche, also laut Vertrag. Und diese Verträge, die lauten alle auf Euro aktuell. Ja? Und jetzt könnte man sehr lange diskutieren, warum das so ist und wie sich das entwickeln könnte. Ich möchte sagen, das Potenzial, was darin steckt in diesem Peer-to-Peer-Prinzip, in dem dezentralen Bestätigen von Sachverhalten, sagen wir es einfach mal, ja, geht, glaube ich, weit über das hinaus, was aktuell in der Vorstellung, dass Bitcoin so eine Art wie elektronisches Gold ist und dass ich dann mit elektronischem Gold tauschen kann und damit wirtschaften, das geht weit darüber hinaus. Man muss sich vorstellen, wenn tatsächlich gewirtschaftet worden wäre in der Vergangenheit in Bitcoin, also irgendjemand einen Kredit aufgenommen hätte, in Bitcoin, vor 12 Monaten zum Beispiel, ja, und der wollte einfach nur ein Unternehmen aufbauen, hat eine geniale Idee und er möchte dieses Unternehmen finanzieren in Bitcoin. Naja, dieses Unternehmen ist längst pleite. Es sei denn, dieses Unternehmen hat ausschließlich Bitcoin Cashflow bekommen, Bitcoin Einnahmen gehabt.
Denn die Bitcoin-Kosten, also die Bedienung des Kredites, das ist ja unmöglich. Ist klar, da ist der Preis ja, ich glaube, 50-fache gestiegen, ich glaube, allein im letzten Jahr von 10 Euro auf irgendwas im Höchstwert auf 800 und so. Also der wäre hoffnungslos richtig unter Wasser mit seinem Kredit. Chat ist da ein sehr interessantes Stichwort jetzt gefallen, also ist schon länger her, aber ich möchte es jetzt trotzdem kurz nennen, und zwar Zinsen. Wie schaut es da mit Zinsen aus in diesem Bitcoin-System? Wie ist das komplett orthogonal dazu oder wie funktioniert das? Gibt es das? Das ist so. Zinsen sind ein Ergebnis dessen, dass ich dem Eigentümer sein Recht zentral garantiere, als Nationalstaat. Deshalb kann der Eigentümer für die Nutzung oder zur Verfügungstellung seines Eigentums, und es kann ein reines Haften sein mit diesem Eigentum. Da geht es nicht darum, dass es um eine Nutzung geht im Sinne von Miete oder so. Ja, das wäre ja das Besitzen der Wohnung, sondern nur das zur Verfügungstellen des Eigentums in einem Haftungssinne. Schon allein dafür kann ich als Eigentümer die Zinsen verlangen oder verlange die Zinsen dafür. Und wenn jemand keine Zinsen mehr haben möchte, dann muss man im Prinzip das Privateigentum abschaffen. Dieser enge Konnex, das kann ich wahrscheinlich heute innerhalb dieses Interviews nicht auflösen, warum es diese enge Verknüpfung gibt zwischen Zinsen und Privateigentum. Aber für mich ist der zentral. Ja, es ist also nicht so, dass man Geld erfinden kann, was keine Zinsen mehr hat. Geld in dem Sinne, wie wir das verwenden, als Kind der privaten Kontrakte, als Kind der privaten Verträge, wird immer zinsbehaftet sein. Beziehungsweise wird zumindest insofern zinsbehaftet sein, als dass ich mir nicht vorstellen kann, dass man einfach nur ein Token hat, was irgendjemand erfindet und das dann keine Zinsen mehr trägt. Ja, also das ist das Beispiel Gold. Irgendjemand schmeißt Gold in den Raum und dann trägt dieses Gold natürlich keine Zinsen. So, und wenn jetzt einfach nur mit dem Gold getauscht wird untereinander, dann sind da nirgendwo Zinsen involviert. Der Zins als Kind dieser Eigentumssphäre, den gibt's so in der Bitcoin-Welt natürlich nicht. Weil die Bitcoins werden ganz anders geschaffen. Die werden nicht geschaffen im Kreditkontrakt. Und diese Kreditkontrakte, die sind eben die Zinsen tragen. Ja? Und die tragen aus verschiedenen Gründen Zinsen. Wie gesagt, ich denke nicht, dass wir das heute klären können. Das ist vielleicht ein Thema für eine weitere Sendung oder so. Ja, gerne. Wir haben noch so 25 Minuten. Also, aber ja, gut, ich glaub nicht. Diese Zinsen gibt es so nicht in der Bitcoin-Welt. Wenn aber heute einer weiter verleiht seine Bitcoins, ja, dann wird der sehr wahrscheinlich auch Zinsen verlangen. Es sei denn, er leitet einfach gerne weiter und lässt die Zinsen eben bleiben. Das ist dann, das steht sozusagen, steht dem Bitcoin-Besitzer frei. Denn Eigentümer, das ist schwierig. Also zum Beispiel in Deutschland ist es so, das Stehlen in Anführungsstrichen von Bitcoin heute als Eintrag in einer Datenbank, das ist nicht mal richtig strafrechtlich abbildbar. Das ist nicht mal ein Stehlen heute. Also das Rechtliche ist total ungeklärt noch. Ja, wir stellen uns so vor, naja, jetzt hat einer Bitcoin und dann sind es eben seine, und wenn die ihm einer wegnimmt, dann ist es ja gestohlen und dann muss er die irgendwie wieder zurückbekommen. Das ist unser Denken in dieser zivilrechtlichen Infrastruktur, das ist unser Schwimmen in diesem zivilrechtlichen Wasser, ohne dass uns dieses Wasser bewusst wird. Ja, wir sind, immer wenn es um zivilrechtliche Aspekte geht, dann sind wir Fische, die nach Wasser befragt werden. Ja, ein Fisch, der sein Leben lang im Wasser geschwommen ist, der kann überhaupt nicht die Frage nach Wasser verstehen. Was soll diese Frage? Und so ein bisschen verhalten wir uns. Und deshalb sehen wir diese zivilrechtliche Infrastruktur nicht und nehmen die nicht wahr. Für Bitcoins im Speziellen, und da kann man ganz viel lernen, denke ich, ja, sind diese Fragen überhaupt nicht geklärt. Also kann man Bitcoins stehlen? Kann man Eigentümer von Bitcoins sein? Oder kann man letztendlich nur Besitzer sein? Das ist sozusagen die wirklich die Kante der
Erkenntnis der Wirtschaftswissenschaft. Da bewegt man sich am Rande dessen und Bitcoin tangiert da an mehreren Stellen dran. Das ist sehr, sehr spannend. Ja, ich würde jetzt gerne verstehen, was der Unterschied zwischen Eigentum und Besitz ist. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt eine längere Diskussion würde. Aber ich wusste nicht, dass da einen Unterschied gibt. Okay, der Unterschied ist, die Einrichtung, die du aktuell gerade verwendest, ja, in dem Studio, in dem du sitzt, du bist der Besitzer des Stuhls, du sitzt da sogar drauf. Du bist der Besitzer auch des Mikrofons. Du musst es zwar nicht mit der Hand anfassen, weil das wäre schlecht fürs Audio, aber du bist zumindest der Besitzer und unmittelbare Nutzer dieses gesamten Equipments. Wer der Eigentümer ist, also wer das Recht daran hält, dieses Equipment zu verkaufen, dieses Equipment zu vermieten, mit diesem Equipment zu wirtschaften, das ist eine ganz andere Frage. Das hat mit der Nutzung gar nichts zu tun. Interessant, okay. Eine andere interessante Frage, du hast es schon erwähnt und auf das möchte ich auf jeden Fall noch eingehen, das ist die Kreditvergabe. Wie würde denn das, also du hast es schon erwähnt, also im Bit, in der Blockchain, in diesem, sagen wir mal, in diesem Protokoll, oder auf Basis dieses Protokolls kann man natürlich viele, viele Anwendungen realisieren. Zum Beispiel so Micropayment-Börsen oder zum Beispiel Fundraiser und solche Dinge. Das geht ja, glaube ich, relativ straightforward. Aber wie schaut es jetzt eigentlich damit aus, wenn man jetzt ein Kreditvergabesystem schaffen möchte mit Bitcoins? Tja, das ist eben gar nicht so ganz einfach. Also gehen wir mal zurück. Ja? Die Vorstellung, die heute herrscht in der gängigen Wirtschaftswissenschaft, ist, dass Geld flach ist, würde ich jetzt mal sagen. Geld ist einfach Geld. Geld ist ein Ding, Geld ist flach, mit Geld wird getauscht und Geld fließt mal vom einen zum anderen und hin und her. Es ist etwas, was fließt und irgendwie auf einer Ebene fließt. Ich würde sagen, Geld ist inhärent hierarchisch. Das heißt, es gibt unterschiedliche Ebenen sozusagen. Und auf der höchsten Ebene, zumindest vor 100 Jahren, war tatsächlich Gold. Was ist die höchste Ebene? Die höchste Ebene ist die internationale Ebene. Also sprich Verträge zwischen Nationalstaaten zum Beispiel. Wenn da steht in dem Vertrag, ist zu erfüllen durch die Lieferung von so und so viel Tonnen Gold, naja, dann musste man eben meinetwegen seinen Zerstörer schicken und dann das Gold sammeln und dann damit sichern und wie auch immer und dann von A nach B transportieren und so weiter. Das war die höchste Ebene. Die Erfüllung internationaler Verträge ist die höchste Ebene. Heute lauten die internationalen Verträge häufig auf Dollar und jetzt könnte man diskutieren, warum das so ist. Ja, aber die höchste Ebene sind heute Dollar oder Sonderziehungsrechte, das IWF. Ja. Die höchste Ebene sind die internationalen Verträge. Eine Ebene drunter sind die nationalen Verträge. Und wenn wir jetzt im Euroraum schauen, dann sind Verträge, die innerhalb einer Nation gemacht werden, oder sagen wir innerhalb des Euroraums, die lauten alle auf Euro und diese Verträge sind zu erfüllen in Euros. Und jetzt sagt man ja, was für Euros? Naja, wenn nichts weiter dabei steht, also wenn zum Beispiel einer auf seine Rechnung draufschreibt eine Bankkontonummer, dann ist mit Euros nicht zwangsläufig die bunten Zettel der Zentralbank gemeint, sondern durchaus auch das Überweisen. Obwohl das eine ganz andere Ebene ist. Ja? Also auf der höchsten, auf der internationalen Ebene sind Euros bloß Kredit. Da sind Euros kein Geld. Ja, zumindest vor 100 Jahren, ja? wenn man da mal zurückgeht. Weil heute ist es eben schwierig, weil dieses nationale Geld Dollar auch internationales Geld geworden ist. Ja? Aber wenn wir uns mal vor 100 Jahren die Situation anschauen, dann ist ganz oben Gold und darunter kommen die nationalen Währungen. Und die nationalen Währungen aus internationaler Sicht sind bloß Kredit. Während hingegen aus nationaler Sicht die Banknoten, die sind Geld. Und die sind auch aus Bankensicht sind die Geld. Aus unserer Sicht, wir sind ganz unten, das Publikum, wir schauen nach oben in diese Hierarchie, da ist natürlich auch das Geld in Anführungsstrichen auf Girokonten, das ist auch Geld. Aus Bankensicht aber, und vor allem aus Zentralbankensicht, ist das bloß Kredit. Nämlich der Kredit von den Banken an das Publikum. Das ist kein Geld aus dieser Perspektive. Ja, wenn ich von oben schaue, aus Zentralbanksicht, und die Bank hat eine Verpflichtung mir gegenüber, dann muss die Bank Zettel bringen, Euronoten. Die Bank kann nicht mit ihrem eigenen Giralgeld
bei mir zahlen. Ja, also das ist diese Hierarchie, die ganz zentral ist. Und jetzt ist die Frage, wo kommt da Bitcoin rein? Ja? Bitcoin im Prinzip wäre das Gold 2.0, wenn man so möchte. Das wäre ganz oben, wäre kreditfrei, theoretisch, und man könnte sich jetzt vorstellen, darauf ein Kreditsystem aufzubauen. Das heißt, Bitcoin könnte, ja, das ist zu diskutieren, das ist letztendlich abzuwarten, wenn die Infrastruktur passt, und die wäre noch zu diskutieren, weil aktuell die zivilrechtliche Infrastruktur gar nicht richtig verstanden wird, ja. Und wenn man das nicht versteht, dann kann man auch die andere Infrastruktur nicht bauen, was gebraucht wird, um all das abzubilden, was aktuell wie selbstverständlich läuft in unserer Zivilgesellschaft, ja. Wenn man das reproduzieren will oder besser machen will im Cyberspace, dann muss man anfangen, diese Infrastruktur zu verstehen. Und dann könnte man sich vorstellen, dass auf diesem kreditfreien Bitcoin ein Kreditsystem aufgebaut wird und dann, dass sowas in der Art wie Banken entstehen, die dann Kredite vergeben in Bitcoin und diese Kredite dann erfüllbar sind wieder durch Bezahlen in Bitcoin und dass wieder eine neue Hierarchie entsteht. Und dann sagen aber einige, ja, aber das ist ja genau das, was wir nicht wollen. Ja, wir wollen ja genau das überwinden mit Bitcoins. Und dann, ja, aber dann wird es natürlich schwierig, denn die Finanzierung von Unternehmen zum Beispiel, ja, das geht immer per Kredit. Und das ist wirklich, das ist eine längere Diskussion. Das ist eine längere Diskussion. Und ganz so einfach, wie man sich das vorstellt, dass eben, wenn Geld flach ist, ja, dann ist es ganz simpel. Dann geht es nur darum, dieses Tauschobjekt neu zu designen und besser zu machen. Und das ist längst gelungen, ja. Aber es werden sich die Leute noch wundern, dass Bitcoin nicht verwendet wird in der Art und Weise, wie man sich das vielleicht erhofft. Einfach deshalb, weil man das Tauschmittel nicht braucht. Man braucht kein Tauschmittel, man möchte vielleicht ein Tauschmittel haben, aber brauchen tut man es nicht. Was man braucht, ist das Mittel, was den Vertrag erfüllt. Und dann muss ich mir anschauen, welche Verträge werden eingegangen. Ja, also welche Motivation habe ich heute als Unternehmer, meine Waren und Dienstleistungen im Bitcoin zur Verfügung zu stellen? Und an der Stelle muss man ansetzen. Das Potenzial ist riesig. Ich denke, da passiert noch ganz, ganz viel. Aber es ist auch noch viel, was wirklich brach liegt und was deshalb brach liegt, weil die geldtheoretische Grundlage, die zur Erschaffung von Bitcoins geführt hat, genauso fehlerhaft ist wie die Geldtheorie, die aktuell gelehrt wird an den Universitäten. Sagen wir es einfach mal so. Ich meine, das Interessante eben ist auch, was du jetzt gesagt hast, oder das Interessante am Thema Zinsen, um jetzt auf das nochmal zurückzukommen, ist ja auch, dass eben Bitcoin nicht zinsbehaftet geschöpft wird. Also das heißt, Bitcoins, wenn sie auf die Welt kommen, da zahlt niemand Zinsen dafür. Das ist eben so wie Gold, das man halt irgendwo rausschaufelt. Ne? Sondern, und Geld entsteht ja nur durch Verschuldung und dadurch, dass eben dann jemand für dieses Geld, das da jetzt geschaffen wurde, Zinsen bezahlt. Es hat auch jemand in Chat geschrieben, 99% wissen nicht, woher das wo das Geld herkommt und wir unterhalten uns über Bitcoins. Lustig. Und derselbe hat dann auch noch geschrieben, Bitcoins sind das genaue Gegenteil von Gold. Virtuell, Dichte 0, Gold 197U, nicht anonym, öffentliche Blockchain, jung angreifbar. Auch eine interessante Perspektive darauf eigentlich, oder? Irgendwo hat er ja auch recht. Absolut. Es ist irgendwo wirklich diametral zu Gold und dennoch aber irgendwo dann auch wieder vergleichbar. Es verhält sich dann irgendwie gleich trotzdem. Na, es ist zumindest insofern vergleichbar, als dass es keine Gegenpartei gibt. Es gibt keine Counterparty. Ja? Der Eintrag im Chat ist natürlich vollkommen richtig. 99% der Leute, übrigens inklusive des Volkswirtschaftsprofessors ihrer Wahl, den sie fragen können, haben sich keine Gedanken gemacht darüber, wie Geld entsteht heute. Das ist tatsächlich so. Ist und, auch so wie das Wasser, in dem sie schwimmen. Ne? Sie denken nicht drüber nach, vielleicht. Richtig. Und ist auch nicht nötig. Weil wie gesagt, die Modelle, die verwendet werden, die makroökonomischen, die enthalten kein Geld. In der Vorstellung, die heute gelehrt wird, wenn man so will, kürzt sich das Geld immer raus. Geld ist irrelevant, weil man will ja in Wahrheit nur die Sachen haben, die Waren und die Dienstleistungen. Das Geld auf dieser Rechtsebene entsteht und vergeht in Verträgen, ja? Nämlich in Kreditverträgen
Kreditkontrakten, die wechselseitig sind, da sind immer zwei Parteien involviert. Und das ist genau das die Gegenpartei, die bei Gold nicht existiert. Es gibt keine Gegenpartei zu Gold. Es gibt aber eine Gegenpartei bei Geld und bei Kredit. Ja? Und bei Bitcoin gibt es auch keine Gegenpartei. Insofern, aus dieser Währungssicht, kann man Bitcoin und Gold schon vergleichen. Aber natürlich gibt es genügend Unterschiede, die man auflisten kann, ja, wie zum Beispiel die Dichte oder sowas, wie das in den Chat passiert ist. Also natürlich. Ja, gut. Weil du jetzt vorher gesagt hast, niemand braucht ein Tauschmittel. Es ist aber doch eines der Anwendungen, die auch immer wieder propagiert wird und womit also auch für Bitcoins irgendwo geworben wird von den Anhängern, ist ja, dass es möglich ist, beliebige Summen an Bitcoins eigentlich ohne irgendwelche Transferkosten an beliebige Teile der Welt zu verschicken. Richtig. Und das ist doch auch ein Riesenvorteil. Also ich meine, da sind ja oft Transferkosten von mehreren Prozent. Und wenn man dann sich überlegt, dass man da jetzt ein paar Millionen Dollar oder Euro verschickt, dann sind das eigentlich riesige Summen, die man sich sparen würde, wenn man das mit Bitcoins macht. Natürlich geht man dann das Währungsrisiko ein. Du sagst, BitPay würde das abfedern, aber ist auch jetzt die Frage, was da die Kapazität ist. Genau. Aber das ist auf jeden Fall ein interessanter Aspekt, oder? Diese Verschiebbarkeit. Ne? Es hat auch keine Masse und dadurch sofort in Bitcoin. Absolut, das ist sehr, sehr attraktiv. Und ich würde sagen, in dem Fall ist es sogar mehr im Sinne eines Wertaufbewahrungsmittels dann attraktiv, ja, weil, und vielleicht aus den verschiedensten Überlegungen, wie ich habe vielleicht Angst, dass morgen die Regierung kommt, wie in Zypern, und dann sagt, es müssen alle, die Spareinlagen haben und verschiedene andere Kriterien erfüllen, die müssen so und so viel abgeben von ihren Spareinlagen oder sowas, und ich habe Angst davor, dann investiere ich vielleicht in Bitcoin im Sinne eines Wertaufbewahrungsmittels und hoffe dann, dass ich mein gesamtes Vermögen oder signifikante Teile meines Vermögens auf einem USB-Stick mitnehmen kann oder gar per E-Mail verschicken kann, von hier zu meinem zukünftigen Wohnsitz. Ja. Das ist dann nämlich wirklich möglich. Ne? Man könnte das, ich würde es nicht tun, weil wenn der USB-Stick dann irgendwie verloren geht oder kaputt wird, dann sind die irgendwie weg, ne? Die Coins, oder? Genau, die sind weg und ich kann da auch nicht, ich kann zu niemandem gehen. Es gibt eben diese zentrale Stelle nicht, die sind dann tatsächlich eben weg. Wenn ich den privaten Schlüssel zu meiner Wallet verliere, ja gut, dann kann ich die eben nicht mehr aufschließen, dann komme ich an die Bitcoins nicht mehr ran. Aber ist das nicht auch ein Problem? Fällt mir jetzt gerade auf, was ist, wenn jetzt, da gab es ja Fälle, wo jemand irgendwie das vergessen hat, der hat da, ich weiß nicht, tausende Bitcoins auf seiner Harddisk und dann ist irgendwie das Haus abgebrannt, Harddisk kaputt, Bitcoins weg. Dann würde das dann nicht dazu führen, dass irgendwann viel, viel weniger als diese 21 Millionen existieren, die maximal existieren können? Absolut. Das ist auch ein Problem, absolut, oder? Also wenn alle ihre Bitcoins verlieren, irgendwann haben wir dann nur mehr ein paar tausend Bitcoins und ja, das ist dann wirklich sehr deflationär. Ja, aber das wird sozusagen wohlwollend einkalkuliert, denn es ist ja diese deflationäre Tendenz ist ja gewollt. Ja, man möchte ja genau dieser inflationären Tendenz, die dem standardmäßig verwendeten Geld anhaftet, möchte man ja begegnen durch diese deflationäre Tendenz. Dass das so nicht funktioniert, eben vor allem dann nicht, wenn ich Kreditverträge habe, ja, ich kann mit so einer deflationären Währung, Zahlungsmittel, ich tue mir echt schwer, da den richtigen Begriff zu finden, da kann ich kein Kreditsystem so aufsetzen. Ja? Also wie gesagt, das funktioniert so nicht. Aber von der Community wird es wohlwollend in Kauf genommen, dass tatsächlich eben Bitcoins verloren gehen, nicht mehr aufgefunden werden können, zerstört werden, wie auch immer. Und es dann eben eher weniger als die 21 Millionen am Ende des Tages sogar gibt. Und das ist ja einer der großen Verkaufsgründe sozusagen. Ein anderer Punkt ist, zwar gibt es nur 21 Millionen vielleicht von Bitcoins, aber theoretisch kann natürlich, es ist Open Source, der Code, ja, und es kann ja jeder eigene andere Kryptowährungen schaffen und tatsächlich passiert das ja auch. Oh ja. Es gibt Dutzende andere Währungen, die
zum Teil bestimmte Sachen besser machen wollen als Bitcoin und bestimmte Sachen anders machen und so. Und dann gibt es andere Algorithmen. Wir haben den SHA 256 vorhin erwähnt. Andere Währungen wie zum Beispiel Litecoin, die verwenden Scripts. Und es gibt noch verschiedene andere Stellrädchen, an denen geschraubt wird und wo man versucht, durch kürzere Transaktionsbestätigungszeiten und so weiter und so fort versucht man sich attraktiv zu machen als Kryptowährung. Und insofern gibt es vielleicht eine Kryptowährungsinflation auf eine andere Art und Weise. Wobei die ja dann teilweise auch wieder auf die Blockchain aufsetzen und so weiter. Und man muss auch sagen, natürlich kann das auch mit Geld passieren. Ne? Also Geld kann ja auch verbrennen, aber Geld ist halt leichter zu schöpfen, also für die Zentralbank zumindest. Und vor allem gibt es da keine Obergrenze. Ne? Also wenn halt jemand sein Geld irgendwie verheizt, dann muss er sich halt wieder Neues ausborgen. Blöd gesagt. Richtig, er muss dann eben wieder neue Verträge eingehen und dann muss man schauen, ob er noch genügend Solvenz hat, ob er diese Art von Vertrag überhaupt eingehen kann, ob er als Schuldner noch in Frage kommt. Ja? Genau diese Fragen stellen sich dann. Die österreichische Schule der Ökonomie, also wir kommen jetzt schon gegen das Ende der Sendung, wird da ja auch immer wieder genannt. Da gibt es ja auch wieder zwei Unterströmungen und das, also an und für sich scheint das recht nahe an der Idee von Gold zu sein und aber auch an der Idee von Bitcoin. Aber was ist denn da deine Meinung dazu? Ist das so die Rettung, wie sie von vielen gesehen wird, also diese österreichische Schule der Ökonomie? Also für mich, aus meiner Sicht, unterscheidet sich die österreichische Schule der Nationalökonomie viel weniger von den übrigen Schulen, wie zum Beispiel die neoklassische Volkswirtschaftslehre oder der Keynesianismus oder so, als von den Österreichern, wie man die dann gerne nennt, die sich dieser Schule zugehörig fühlenden, als die denken, weil für sie Geld im Prinzip auch keine Rolle spielt. Also jedenfalls nicht wirklich. Auch für die österreichische Schule der Nationalökonomie ist Geld flach, ist Geld ein Ding, wird mit Geld in erster Linie getauscht. Der Unterschied zwischen Tauschen und Bezahlen ist den Österreichern genauso egal wie den Neoklassikern. Die Österreicher sind viel weiter als die Neoklassiker zum Beispiel in der Krisenbeurteilung. Da haben die Österreicher enorme Vorteile. Und ja, es gibt auch unterschiedliche Strömungen innerhalb der österreichischen Schule der Nationalökonomie. Aber für mich ist die österreichische Schule der Nationalökonomie über das, was sie in der Krisenanalyse leistet, hinaus eigentlich keine Lösung oder sowas. Also da ist wirtschaftswissenschaftlich noch weit mehr zu machen, aus meiner Sicht. Die österreichische Schule der Nationalökonomie und sagen wir mal andere, wie zum Beispiel Libertäre, die ich vorher mal erwähnt habe, viele Libertäre fühlen sich sehr nahe der österreichischen Schule der Nationalökonomie. Für die ist Bitcoin natürlich sehr, sehr interessant und sehr, sehr spannend. Das ist ganz klar. Genauso wie Gold sehr, sehr spannend und sehr, sehr interessant ist für Anhänger dieser Schule. Aber wie gesagt, dieser Unterschied zwischen Eigentum und Besitz, dieses zivilrechtliche Wasser oder die zivilrechtliche Infrastruktur, wird von den Österreichern genauso wenig gesehen wie von den Neoklassikern. Und dementsprechend wären die Tipps, die heute Politiker bekommen oder Praktiker bekommen, die versuchen in Griechenland oder meinetwegen auch in Bulgarien und anderen Ländern, die Schwierigkeiten haben mit diesem zivilrechtlichen Wasser, die versuchen, diese Infrastruktur dort aufzubauen, und die Tipps, die sie von Neoklassikern erhalten, die sind wahrscheinlich noch schlechter als die Tipps, die sie von Österreichern erhalten, aber die Tipps der Österreicher, also der Anhänger der österreichischen Schule der Nationalökonomie, die sind diesbezüglich, also bezüglich dieses zivilrechtlichen Wassers, genauso schlecht, weil sie dieses genauso wenig thematisieren wie alle anderen Schulen auch. Mt. Gox ist ja in beträchtliche Schwierigkeiten geraten. Da fehlten dann plötzlich, glaube ich, ein paar hunderttausend Bitcoins. Und ich glaube, die sind jetzt inzwischen pleite gegangen, oder? Das war eine dieser Handelsbörsen, auf der man vor allem im Dollar, in der Dollarwelt Bitcoins gekauft hat oder kaufen konnte. Wäre Mt. Gox eine Bank, hätte man sie einfach unter Anführungszeichen gerettet. Aber das geht eben mit Bitcoins nicht so einfach, ne? Naja, Mt. Gox wäre wahrscheinlich zu klein, selbst als Bank, um gerettet zu werden. Naja, ein Bitcoin-Universum ist jetzt im Verhältnis schon relativ groß, oder? Also das stimmt. Ja, also
wenn man das stimmt, wirklich umlegt, dann. Aber du hast schon recht, das ist jetzt im Vergleich zu einer Too Big to Fail Bank natürlich viel zu klein. Aber ich meine nur jetzt, es wäre ja gar nicht gegangen, oder? Also man hätte. Es geht deshalb nicht, weil die Zentralinstanz fehlt. Ja, die Zentralinstanz, der Nationalstaat, auf der zumindest nationalen Ebene jetzt, ja, ist es die Zentralinstanz, die in der Lage ist, Banken zu retten, genau deshalb, weil sie die Zentralinstanz ist. Ja, man muss sich ja überlegen, wieso kann ein Staat überhaupt Banken retten? Ja, wie funktioniert das eigentlich? Naja, es ist eben der Staat, der diese Infrastruktur schafft, ja, die Banken überhaupt erst hervorbringt, die Unternehmen überhaupt erst hervorbringt, die Eigentum überhaupt erst hervorbringt, ja. Diese Zentralinstanz, die gibt es so bei Bitcoin nicht, deswegen kann im Bitcoin-Universum auch niemand irgendwo hingehen und sagen, ich möchte gerettet werden als Mt. Gox. Und Mt. Gox im Einzelnen ist ein Unternehmen gewesen, was in Japan registriert war, und die haben auch beim japanischen Nationalstaat jetzt Insolvenz beantragt, beziehungsweise Gläubigerschutz, wie man das heute sagt. Und und gehen jetzt durch diesen Prozess durch, eben als Unternehmen innerhalb der japanischen Jurisdiktion. Dieses Unternehmen hat zwar weltweit gehandelt, ja, also es war möglich, eben Dollars in Bitcoins umzutauschen, tatsächlich über diese Börse. Aber jetzt hat das wohl, ja, da gab es genügend Schwierigkeiten, dass diese Börse zumachen musste, was aber Bitcoin insofern nicht schadet, weil es ja andere Börsen noch gibt. Also nicht insofern schadet, als dass es irgendwie verschwinden würde jetzt mit Mt. Gox. Und weil jetzt nur Mt. Gox pleite ist, sind ja deshalb nicht die anderen Börsen irgendwie pleite oder so. Das, im Gegenteil, die wachsen jetzt. Verzahnung nicht wie bei den Banken. Ja, die anderen Börsen freuen sich ja. Also Bitcoin.de hat sich freuen. Genau. Freuen sich ja gar nicht, aber dann machen halt die dann mehr Umsatz. Ne? Wir sind da jetzt eigentlich ziemlich am Ende. Vielleicht zum Schluss noch ein paar Worte zu, wie glaubst du, geht diese Saga weiter? Also mit vielleicht jetzt nicht so sehr auf Bitcoins bezogen, ganz allgemein Kryptowährungen, die im Prinzip nach demselben Prinzip funktionieren, alle dezentral sind und alle natürlich auf das Internet angewiesen sind. Wie geht es weiter? Wie glaubst du, entwickelt sich das Ganze in den nächsten Jahren und Jahrzehnten bis ins Jahr 2150 oder so? Ja, also ich meine, du weißt ja, wie das ist mit den Prognosen. Die sind ganz, ganz schwierig, vor allem dann, wenn sie die Zukunft betreffen. Und sie sind unmöglich, aber probier's doch trotzdem. Genau, und das macht natürlich keine Ausnahme dazu. Ich möchte mal so sagen, Anonymität, womit ja auch geworben wird, und da könnte man wieder länger drüber diskutieren, wieso es eben keine Anonymität in Wahrheit gibt, aber Anonymität, egal wie, funktioniert für Haftung eben genau nicht. Ja, und diese ganze Kryptowährungs- und dieses ganze Potenzial, was es dort zu heben gibt, das muss insofern ungehoben bleiben, wenn nicht dieser Haftungsaspekt gelöst wird. Und Haftung meint, jemand, der sagt, ich bezahle oder ich mache irgendetwas, der muss haftbar gemacht werden können von dem Netzwerk oder von welcher Struktur auch immer, die man aufzubauen hat, damit das in Gang kommt, was wir Wirtschaftsprozess nennen. Wenn das ausbleibt und wir einfach nur weiterhin versuchen, durch welche genialen mathematischen Tricks auch immer das perfekte Tauschmittel zu bauen, dann wird es nie zum Fliegen kommen, und dann kann es durchaus spekulative Preisanstiege geben, und die können auch exorbitant sein durchaus, aber zu einer Währung, also zu einem allgemein akzeptierten Zahlungsmittel, wird das deshalb noch lange nicht. Und davon sind wir noch meilenweit entfernt. Ich sage aber nicht, dass es nicht durchaus möglich ist und dass man nicht durchaus neue Infrastruktur schaffen kann, die vielleicht auf eine Art und Weise diese Haftungsherausforderung löst, die du und ich noch beide für derzeit völlig unvorstellbar halten. So möchte ich zumindest mal sagen. Ja, es gäbe noch viel zu besprechen, zum Beispiel, ob die Blockchain jemals eine Regulierungsbehörde ersetzen kann, was ja auch viele hoffen, ne? Dass sich das quasi nur mehr selbst reguliert. Und dadurch, dass man eben, das stimmt ja auch, man kann nicht wirklich schummeln, ja, man kann nicht irgendwie Bitcoins aus dem Nichts schöpfen, man muss dafür immer Rechenleistung aufwenden, Strom, Kosten, Abwärme. Und aber dennoch ist das natürlich quasi in die Coin reingeschrieben, wer sie hat, wer sie hatte, wo sie herkam und so. Also es ist ein sehr komplexes Thema, und ich
glaube, da werden wir vielleicht noch einmal drüber sprechen müssen. Aber du bist ja auch für andere Themen sehr interessant, also auch was jetzt generell Währung anbelangt etc. Also würde mich durchaus freuen, wenn ich dich wieder mal als Gast begrüßen darf und bedanke mich jedenfalls für das heutige sehr spannende Gespräch. Ich danke dir. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ja, und das nächste Mal CropFM gibt es am 21. März 2014. Es geht nicht ganz unpassend, obwohl das war eigentlich völliger Zufall. Es geht um das neue Buch von Raphael Schenker, in dem er also über richtiges Fasten, über gesundes Essen und auch über ganzheitliche Ernährung und über diesen Informationsaspekt der Ernährung etc. bin gerade dabei, es zu lesen. Sehr spannend, muss ich sagen. Ja, darum geht es dann am 21. März 2014. Ich verabschiede mich mit einer Nummer aus dem neuen Luxusalbum Nothing to See Here, nämlich der Nummer 6 namens London Town. Das ganze Album kann man übrigens auf luxus.bandcamp.com nachhören. Ja, bedanke mich bei allen fürs Zuhören und fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. This girlfriend was from London town. She went. Girl.